Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Und ich habe die Grafik noch wieder ein bisschen verbessert. Ich habe jetzt nicht ganz einen großen Unterschied festgestellt. Wenn es höher geht, dann verschwindet manchmal der Charakter und die Monster verschwinden ein bisschen und so. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber wahrscheinlich ist dann einfach das Game überfordert. So. Oh, ich wusste gar nicht, dass dort hinten zwei Vulkane sind. Wow. Also man sieht jetzt auch die Monster ein bisschen weiter weg. Das kann ich leider nicht höher stellen. Und ja, ich werde es mal versuchen in der nächsten Aufnahme. Aber ja, Regnum leckt relativ schnell. Also ich habe jetzt über 100 FPS. Aber mache ich das nur ein bisschen höher, habe ich nur noch 40 FPS mit ein paar Lags dazwischendurch. Und das ist natürlich nicht so das Ding, das Geplante, das ich hätte gerne hätte bei der Aufnahme. So. Also wir leveln jetzt noch ein bisschen. Also das Level fertig. Und dann gehen wir farmen. Zu den coolen Goblins, die immer viel Loot geben. Oh mein Gott! 5 Magnanit. Yay. Ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück. Noch ein bisschen leiser. Ich habe nämlich alles neu einstellen müssen. Und jetzt ist momentan der Sound halt noch nicht so gut eingestellt. So, wo haben wir noch Skelette? Wir könnten die Igneos angreifen. Die haben zwar weniger EXP, aber immerhin. Da ist ein Skelett, ja. Also dann greifen wir das Skelett an. Ah, das sind Skelettkrieger. Ja, lassen wir ein bisschen an uns ankommen. Naja, easy. Eigentlich wollte ich das Schutzschild. So. Hau ab. Jetzt gehen wir auf ihn. Ja, jetzt bekommt halt der Golem viel Schaden über, aber er ist halt noch schwach bei Level 1. So. Und dann den hier. Ja, es geht halt einige Zeit, aber kein Problem für uns. Ich werde einfach so viel wie möglich dann zeigen. Weil, ich kann zwar reden und so, aber es wird halt langweilig sein, die ganze Zeit nur Goblins kloppen. Müssen wir dann mal schauen, vielleicht werde ich zwischendurch mit dem Barbar spielen und dann Fortschlacht machen. So. Gebrochene Knochen. Wir bekommen nur Scheiße. Wieso bekommen wir denn nur Scheiße? Das ist kacke, das nervt mich. Hau nicht ab. Sind alle Angst da. Du bist zu weit entfernt. Von mir aus. Ja, schaut, haben wir schon ein bisschen mehr. So. Ja, die geben auch nicht wenig Ding. Ab den tue ich kurz angreifen, damit der Golem abhaut. So. Dann Skelette da angreifen. Die Toltars sind schon hellgrün. Die greifen wir nicht an. Skelettkriege können wir angreifen. Gut, mein Leben wächst wieder. Ja, der Dämon ist natürlich der stärkste momentan. Spätestens wahrscheinlich ein Aventurin, sehr gut. Später wird es wahrscheinlich die letzte Verzauberung sein. Jetzt haben wir zwei Aventurin. Und so wie es beim Barbaren gab, gibt es mein Goblins noch mehr Edelsteine, also ganz viel. Zombies macht das letzte Level, also die letzten XP. Ich hoffe es jedenfalls. Sonst kommt der Dämon halt wieder. Ja.
Also dann. Nein, nicht der Dämon. Da geht nämlich viel schneller. So. Na? Noch nicht? Eben. Ist so mega verzögert. Level 28! Yay! Sehr schön. Also, dann gehen wir raus in die Warzone und farmen dort ein bisschen. Ich finde irgendwie die Cold-Effekte so lustig. Haben wir einen Sprinkelbrunnen? Wie? So, in Ignis. Immer die schreiben. Heute Morgen ist wirklich nur Smalltalk. Das ist. Mäh. Also, irgendwann schreibe ich mal PN. Rede das über PN. Weil, was die reden, das sind das hier keine anderen. Das ist der Reichschat und nicht ein Smalltalk. Gruppe, also so. Chat. Hm. Also, wir sehen das Tor schon von hier. Also die die Objekte, wie zum Beispiel der Wall, sind auch viel, also spawnen auch viel früher. Also haben wir mehr Reichweite, mehr Sichtweite. Jetzt muss ich eben schauen, dass ich noch ein bisschen die Monster und die Monster und vielleicht die Steinchen so noch hinkriege. Und dann sieht Regnum richtig sexy aus. Also ich weiß nicht, was manche Leute haben. Regnum hat keine scheiße Grafik. Vielleicht ein bisschen undetaillierte Grafik, aber sonst ist es nicht wirklich nicht scheiße. Und in welchem Spiel kann man die Sichtweite schon anpassen? In sehr wenigen. Bei Skyrim muss man das zum Beispiel modden. Oh, Skyrim kann ich auch mal wieder let's play. Ding kommt ja bald da raus. Enderal, der deutsche Total Conversion Mod. Und ja, ich werde es let's play natürlich. Ich werde mich so richtig was von freuen und ich werde es richtig gut machen. Also ich werde zuerst die Grafik verbessern. Und allgemein so ein bisschen tunen, bevor ich dann let's play. Und ich werde es natürlich komplett zeigen. Ah, das ist dann wirklich richtig geil. Also ich mache wieder auf General. Ich will das nicht lesen immer die ganze Zeit, weil ich immer wieder zwischendurch in den Chat schauen muss, wenn sich wieder was bewegt. Also, das ist ein Schwert gewesen. Wir müssen noch ein bisschen wandern. Ah, schaut mal. Schaut mal, Alcius. Wir sind bis nach Alcius. So genial. Und zurück, schaut euch mal dieses Gebirge an. Genial. So macht Game auch viel Spaß. Viel mehr Spaß. So, jetzt sind wir hier. Da ist schon der erste. Yay, yeah, jetzt sind sie die blau. Also. Ah, mein Zauberhut habe ich neu gekauft. Weil ich finde die Magier mit den extrem scheiße, dann habe ich den gekauft. Und finde ihn gut, also er passt richtig. Das ist ein Gandalf der Schwarze. So. Ja, aber etwas Loot bitte. Die Hähne, die hatten Dachschaden. Greif mich an und macht so blöd. Mach keinen Damage. Hyänenpfote brauche ich auch nicht. Hopp. So. Ja, Aquamarin brauche ich nicht. Ja, es ist, manchmal hat man ganz viel Loot und dann hat man wieder kein Loot, also nicht wundern, wenn man hier gerade jetzt kein Loot sieht. Eben bei Regmoor muss man 1000, in einem anderen Spiel, also in einem Nicht-MMORPG würde man ungefähr 100 töten müssen für guten Loot.
Hier muss man 1000 oder 100.000 Monster killen, bis man den richtigen Loot hat. Es ist alles gestreckt. Zum guten Glück in dem Game nicht ganz so schlimm, aber ja, teils. Teils ist es schon schlimm. Also jetzt zum Beispiel beim Loot ist es schon schlimm. Wenn man wirklich keinen Loot bekommt, dann fühlt man sich ein bisschen verarscht. Dann fragt man sich, wo die anderen Spieler diese Sachen herbekommen. Aber ich denke, das ist einfach so, weil wir jetzt noch nicht so hochlevelig sind. Später geht es natürlich wieder besser. Ja toll, ich will nicht Goldmünzen. Ich will Loot. Wieso ging's beim Barbaren viel besser? Das ist eine völlige Verarsche. Hey. Ist der Golem nicht ein bisschen zu auffällig? Irgendwann kommt ein Spieler und tötet mich. Das ist nicht so gut. Da fühlt man sich schon ein bisschen gemobbt. Ah ja, Indiana Jones Feeling. Die sind ein bisschen weit hier auseinander. Ich weiß jetzt nicht wieso, sonst sind auch immer viele da. Okay, es ist gerade die falsche Seite. Ich müsste darüber. So, nicht den. Hä? Wieso habe ich den anvisiert? Ich bin noch nicht draufgekommen auf die Maus. Ich stehe jetzt gerade gar nichts. Einen Topaz, wow. Habe ich den hier? Nein, den Saphir habe ich hier. Das interessiert mich keiner. Da unten sind sie. Das interessiert mich nicht, was ihr für Loot habt. Ich brauche gute Items. Ach, halt die Schnauze. So, nächster. Ich brauche doch keine Haut von Igneos. Ah. Und Golem, tu doch mal die Gegner auf dich locken irgendwie. Mach mehr Schaden am besten. Ja. Ja, viel Schaden machen sie schon. Aber nicht so schlimm. Hahaha, er wollte gerade zuschlagen. Hahaha, ich bin der Freche. So. Ah ja, wir könnten noch ein bisschen skillen dann. Ich weiß jetzt nicht, wo der nächste Skiller ist. Aber, ich dachte gerade, es laggt, aber es laggt nicht. Dann täten wir noch den. Kommt, meine Schätzchen. Tötet ihn, ja, sehr gut. Wir bekommen keinen Loot. Was ist denn los? Voll blöd, jetzt dachte ich schon. Ein Killer hier. Aber es ist ein Anführer. Der ist ein bisschen größer. Seht ihr, wie der Dämon das gut kann? Der lockt sie gleich an. Und ich habe immer noch keinen Loot gefunden. Voll die Frechheit. Oder haben sie das jetzt geändert? Ich hoffe, die haben das nicht mit dem Patch geändert, dass man nicht mehr looten kann hier so gut. Gott, oh Gott. Jetzt nehmen sie uns auch noch den letzten guten Loot-Gegner weg. Oder was? Ah, Golem, komm raus.
Ja, wie lange? Muss es aufladen. So, bis Käferschwamm, dann greift er mich nicht an. Gut. Haut lieber ein bisschen ab. Sehr schön. Und? Ach, guck mal. Oh je. Okay, wir müssen noch ein bisschen etwas anderes machen in diesem Part. Sonst ist das ein billiger Gegner-Kloppe-Part. Wir gehen wieder zurück nach Medenet und skillen mal dort. Aber mit dem Pferdchen. So, was ist eigentlich mit dem Shana Fort? Shanarit? Nein, das ist Kästel. Steht irgendwas hier? Ach komm, Weltkarte. Lade jetzt endlich schneller. Shamal, genau. Shana ist das andere. Also das Kessel. Die Burg. Oder das Schloss. So. Dann gehen wir zurück. Okay, Sylti sieht aus wie eher so nach Gift. Als sehr undetailliert. Aber es ist doch am weitesten weg. Also ich will jetzt nicht die Engine überlasten hier, dass alles instabil wird und FPS-Drops kommen. Deshalb, ja. Ich könnte natürlich noch viel höher drehen mit meiner GPU und alles mögliche. Super PC, guter Arbeitsspeicher, aber nein, danke. Also, das Game ist ja überlastet, nicht mein PC. Mit 120 FPS momentan wäre das kein Problem mit meinem PC. Schön, dass man geheilt wird, wenn man hier reingeht. Man wird gar nicht geheilt, man bekommt mehr Leben. Cool. So, gehen wir hier hinten durch. Wir haben schon irgendwas mit 70. 81 haben wir schon. Ah ja, wegen dem Fünfer. Genau. Wow. Jetzt bringen wir noch dann alle zum Barbaren. Und in der nächsten Folge werde ich mit den Barbaren mitreisen zu den, also mit der Angriffstruppe Fortkämpfe machen. Aber es wird nicht mit der Folge gekrönt werden, natürlich. Ich bin ein Barbar, der wird natürlich immer zuerst angegriffen und ich bin sehr unterlevelig, deshalb werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit sterben, aber einfach mal so schauen, oder? Wir müssen jetzt nicht ungefähr 20 killen oder so, wir müssen nicht mal einen killen, weil wir eben 20 Level oder 30 Level sogar unterlevelig sind. Ja. Also, den Weg folgen hier. Ist auch schön, dass die Palmen so weit zu sehen sind. Ja, der Obelisk hier. Der Obelisk dahinter. Nicht so schnell und der Himmel hat sich gewechselt. So, gibt es hier den Händler. Ich weiß nicht, wo der Händler hier ist. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Der kann irgendwo hier sein. Das ist nämlich der Alchemist und da muss doch der Händler irgendwo in der Nähe sein. Ich weiß es nicht. Da drin. Nö. Also, dann gehen wir es hin. Und zwar. Hicken immer noch nicht! Ah, und der Golem ist Level 3, stimmt. Aber der ist echt schwach, also.
Mann, man kann ihn mir noch nichts killen. Was ist das für eine Freche? Stille. Herr der Zeit. Schmerz und Leid, ja, das ist gut. Splitterwand. Nein, 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 nein. Mana Pool hier. Ja, da können wir leider noch nicht. Da können wir auch nicht. Ja, sparen wir die auf. Schade, schade, schade. Also, ich werde im nächsten Part die Goblins killen. Bereite mich mit dem Baba auch vor. Und mit dem Charakter werden wir jetzt nach Medinet gehen und dort die Quests annehmen. Plus, ja, plus die und die beim Goblin vorne. Und, ja, tun auch Reichsquests annehmen. Gehen wir gleich noch unten durch zum Plakat, also zur Tafel. So. Dann ringsum die Stadt. So, hier ist die Tafel. Ja, die Quest ist gut. Ich will nicht allzu hoch. Sonst muss ich weit reißen die ganze Zeit. Und hier haben wir auch keine Quest, oder? Haben wir drüben Quests? Nein, wir haben keine mehr. Sonst müsste das eigentlich schon zu sehen sein auf der Map. Da ist irgendwo der Goblin da vorne bei diesem fetten Stein. Der fette Stein. Ja, unter dem Torbogen. Stimmt. Dann, die nördliche Schlucht, okay. Dann haben wir Quests noch in Meleketi. Ja. In Meleketi haben wir noch Quests und eben diese Stadt in Medinet. Ah nein, in Akka. Ah, Altaruk. Ich kann die einfach nicht behalten, die Städtenamen. Bei den Forts ist es natürlich viel einfacher, aber bei den Städten, oh Gott. Alle haben so richtig ausländische Namen, so richtig nur Fantasy-Namen. So. Da ist noch ein Magneten. Sehr gut. No, ich sag jetzt nichts mehr. 5 Magneten gefunden. Sorry Leute, ich bin mal suchten. Ich sammle jetzt Magneten. Nein, nein. Und der Part geht noch einige Minuten. Das ist schon gut. Jetzt habe ich den dritten heute gefunden. 2 im Part. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Was eigentlich. Ja, wie viel es einfach gibt. So, Dille. Dann haben wir 4. Und zwar ist eine noch hier irgendwo. Da vorne, ah, 2 sind sogar noch hier. Gut. Gehen wir zuerst nach links, dann nach rechts und dann zum Händler, um die Magneten reinzutun. So, mir geht's gut. Hust, hust, hust. Und hier. Sehr gut. Und jetzt, da oben ist der Händler. Sudele. Charakterlagen. Ja, okay, kurz zum Charakterlagen. Wir wollen hier die Items, die man wirklich nicht mehr braucht,
reintun. Und Amulette am besten. Zum Beispiel den hier. Den hier. Den hier. Ja. Alle. So, und 500 Gramm für diese Steine. Boah. Und die Magier-Maschine. Ja, dann alles. Kann alles rein tun. So. Es ist voll. Jetzt ins Account-Lager. Hier haben wir noch Eisstäbe. Natürlich nehme ich die aus dem Lager. So. Sind die auch hier? Oder wo sind die jetzt hin? Hä? Ah, jetzt. Wie lange die brauchen, bis sie draußen sind. So, Dele. Leider nicht so gut Crit. Ich glaube, einer haben wir viel mehr Crit. 14 da. Okay, mit 36. Haben wir eigentlich 34er Stab? Nö, also so 36 ist das schnellste, oder? Ein 29er Stab hätten wir hier. Ist jetzt aber nicht viel besser, uns ist nämlich schnell. Ja. So. Und reintun. Gut, also. Das hätten wir. Jetzt müssen wir hier irgendwo entlang. Oh, zu fett. Gut. So, da haben wir. Dann nächste Stelle. Aha, da müssen wir vorne draußen hin. So, wo haben wir denn die Reichsaufgabe? Dort oben, also da drüben. Dann werde ich noch dorthin gehen und sie annehmen. Aber es nicht abgeben. Weil das machen wir dann, wenn wir Level 36 sind. Weil da nicht wieder mit Quests gelevelt werden sollte. Aber damit wir einfach jetzt momentan 5 Quests haben. Und eben die XP, wenn man sehr schnell eigentlich noch levelt, habe ich nicht gern, wenn ich die XP noch von den Quests hole. Und dafür mehr farmen kann, dafür mehr Chancen auf einem soll. So. Aber ich weiß jetzt nicht, wie oft ich jetzt zum Farmen komme. Ich werde mir einfach am Abend nochmals Zeit nehmen. Ja, okay, am Abend ist nicht so gut. Im frühen Nachmittag vielleicht. Und, was habe ich jetzt im Maul? So, weg ist es. Und ja. Morgen spiele ich am liebsten Regnum, weil ich einfach am fittesten bin. Am besten einfach aufnehmen kann. Und ja. Aber irgendwann habe ich dann mich auch gewöhnt ans Training und so. Dann bin ich am Abend auch recht fit. Und eben dann kann auch gerne jemand mit mir aufnehmen. Und ja, vielleicht die Gilde oder so. Also die Gilde ist immer noch in Planung. Also Floster macht es nicht mehr, ich mache es jetzt. Aber ich gehe nicht einfach zu jedem und frage ihn, ob er in die Gilde will. Also wer will, soll mir eine E-Mail am besten schreiben an Draco mit C, basler@gmail.com. Und dann werde ich mal zurückschreiben und schauen. Ihr müsst einfach bei Ignis Valhalla sein. Könnt natürlich eben neu anfangen oder dann einfach reintreten. Jo.
Also, das war's mit dem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.